Das haben wir vorhin repariert. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, das jetzt wieder kaputt zu machen. Lassen wir es mal. Moment, Captain. Ich versuche, die Tür für Sie zu öffnen. Okay. Hat es funktioniert? Aha. Da ist sie. Halten Sie Demichev auf. Oh, die ist jetzt aber auch ein bisschen langsam. Interessant. Interessant. Ja. Wo ist er denn? Oha. Vielleicht mal die Waffe hier, die reagiert einfach schneller. Ja. Nehmen wir halt mal mit, was wir kriegen können. Warum nicht? Bestimmt kriegen wir am Ende irgendwie, weiß ich nicht, Stats, weißt du? Wie viel wir aufgesammelt haben. Boah! Verstehe. Okay, ganz so trivial wird's nicht. Na, komm schon. Das ist ein schwerfälliges Ding einfach. Oh Gott! Da oben ist er, da oben ist er. Na gut, dass wir so gut geschützt sind. Relativ. So, und da ist doch der Blöde. Können wir den vielleicht mal ausschalten? Oh ja, das war Glück. Na, wo? Oh, da. Oh, oh, da fliegt was. Da flog was. Hab ich doch ganz genau gesehen. Was erlauben die sich? So, gibt's hier noch was zu sammeln? Ja, Muni, Stim-Dings-Bums. Okay. Bisschen Dings. Und ein bisschen Bums. Jupp, jupp, nehme ich, nehme ich. Ja, 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 ich komme gleich. Ich kümmere mich gleich um euch, keine Sorge. Moon. Geht's ab? Wo seid ihr denn? Hier vielleicht. Nö, aber etwas zu lesen. Was, wenn das hier geschehen soll? Steht da auf Originalsprache. Wobei, ist das überhaupt original? Weiß ich nicht. What if this is supposed to happen? Aha. Ach so, was, wenn das hier geschehen soll? So ist es zu betonen. Dann macht das Sinn. Das soll unterstrichen sein müssen, natürlich. Damit auch ihr das auch versteht. Ja, wir kommen immer weiter nach oben wohl. Jetzt habe ich gerade noch die Waffe gewechselt, ob das gut war. Klar, wir sind jetzt hier so nah am... Hä? Bin ich jetzt schon rumgegangen oder noch nicht? Bin mir jetzt gerade unsicher. Wir sind jetzt hier so nah am Kern, da ist natürlich... Ist natürlich schwierig mit der Zeit und so. Nee, 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 nee. Wurden irgendwie zurückversetzt oder so. Gut, dann... Na, dann in die andere Richtung. Der hat's nicht so mit dem Laufen irgendwie. Yeah. Euch Russisch spricht, könnt ihr mir ja mal sagen, was die netten Leute hier so zu vertellen haben. Ja. Oh, da ist ein Fetti, oder? Ach so, aber wir kriegen den sogar platt. Echt? Gut. Wie aus? Nee, den aber nicht. Ne? Das ist jetzt so ein richtiger Fetti. Nee, dann war das eben irgendwas anderes. So einer vielleicht. Ja, ja. Ja, es kann sein. Ja. So, vielleicht besser. Jupp. Na, ist es denn. Könnt ihr vielleicht mal einen Moment die Fresse halten? So, danke schön. Oh, ein Verbesserer. Boah,
Interessanterweise gibt es hier einen Sniper. Soll uns das etwas sagen? Wir könnten natürlich mal hier die tauschen gegen die. Weiß ich nicht, ob das gut ist, aber hey, wenn die hier so liegt. Es kommt ja tatsächlich nicht so oft vor, dass Waffen einfach so rumliegen. Oder außer jetzt, wenn die Gegner die droppen. Von daher könnte das ein Zeichen sein. 10.000, das ist unglaublich. Pass auf, dann gehe ich doch nochmal an einen Verbesserer. Wir machen jetzt einfach mal, wir maxen uns einfach mal. Weil das nicht gehen wird, weil wir ja die zwei Slots oder so da haben irgendwie. Wo wir uns entscheiden müssen. Aber wir können Impuls noch nehmen, weil er noch nicht stark genug ist. Wir können, ZMG-Energie brauchen wir jetzt aber wirklich nicht eigentlich. Eiserne Lunge, weil es so günstig ist. Ist gerade billig, weißt du, kann man mal mitnehmen. Erste-Hilfe-Päckchen-Wirkung, ja, warum nicht? Mehr Erste-Hilfe-Päckchen von mir aus. Ich nehme einfach nochmal Sanitäter. Ja, viel mehr gibt es hier tatsächlich nicht mehr. Nehmen wir das hier auch noch mit. Dann sind wir fast voll einfach. Geil. So, aber das ist jetzt hier eigentlich nicht die Area für die Sniper. Vielleicht gleich. Irgendwie vom Turm, weißt du, von der Singularität da ganz oben müssen wir da runterschießen. Auf den Demichev oder so. Mal gucken. Schossen. Aha, sind beschäftigt. Egal. Scheißegal. Ja. Hat sich schon, okay. Da wollte ich gerade mal ausnutzen, dass wir unendlich viel Energie zur Verfügung haben, aber nö. So, jetzt sind wir aber wirklich fast an der Spitze angekommen. Müssen wir da oben hin vielleicht? Mal gucken. Ja, ja, ein Stockwerk noch. Control Deck, aha. Moment. Einmal gleich so. Und können wir die auch noch zusätzlich altern lassen? Nee, weiß ich nicht. Ja, was hat der denn gemacht? Hat er da echt ein Fass genommen und sich selber weggesprengt? Weil es zerschellt ist an dem Schutzschild. Das ist geil. Nice. Wir sind OP. Wir sind OP. OP Ochi. OP Ochi. Gefällt mir. 7 Päckchen, ja richtig. Jetzt können wir noch mehr mitnehmen. So, genau. Und jetzt müssten wir hier oben ankommen. Control Deck und so. Ja. Okay. Abschalten und nach Hause gehen, oder? Das ist es. Jetzt drücken wir die Geschichte gerade. Setzen Sie das ZMG an der Singularität ein, um einen Riss nach 1955 zu öffnen. Zerstören Sie dann den Reaktor mit der E99-Bombe. Sobald die Singularität zerstört ist, kehrt sich die Geschichte wieder um. Gehen Sie, Captain. Und viel Glück. Okay. Wie bist du denn hier so easy aufgekommen? Hey, warte. Ja, es werden doch sicherlich auch alle gegen den sein, oder? Der auch die Bombe nehmen kann. Naja, jedenfalls machen wir hier... Was machen wir denn? Da einfach, okay. Bitte sehr. Und ab dafür. Und ab geht die wilde Fahrt. Was war das? Da ist jemand in der Kammer. Unmöglich. Oh Gott, Sie haben recht. Schnell, die Tür auf. Wir müssen ihn da rausholen. Nein, halt. Er hat eine Bombe. Eine E99-Bombe? Raus hier, sofort raus hier. wir können benutzen. Okay, dann machen wir mal. Können wir das Ding da jetzt reinschmeißen einfach? Oder an den vorgesehenen Platz platzieren? Und nun? Überrascht aus. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören, dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben Sie mir nicht das ZMG.
Wir haben etwas übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Das ist es. Die Singularität ist nicht das Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Erinnern Sie sich? Natürlich. So war das damals. Ihn haben sie verändert. Und ihn müssen sie zurückändern. Sie dürfen Demichev nicht am Leben lassen. Das funktioniert nicht. Sie haben es schon versucht. Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Captain Renko? Renko, stopp! Demichev darf nicht! Der andere Mann waren Sie. Das stimmt, Captain. Sie sind die Anomalie. Also ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren, Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind. Renkov, hören Sie nicht auf ihn! Sie können die Welt retten! Sagen Sie. Aber, Captain, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Sie könnten alles haben, was Sie sich vorstellen. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko? Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer. Er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen ihn aufhalten, um jeden Preis. Benutzen Sie das ZMG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sie. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Oder Sie beweisen mir Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten. Dann gebe ich Ihnen unendliche Macht. Ihre Wahl, Captain. Na, ich will mal hoffen, dass wir sowieso beides ausprobieren können, oder? Wir jetzt auch einfach mal hier drauf losschießen. Was sagt er hier? Warte mal. Demichev, Barisov, okay. Und hier könnte ich aber auch noch reingreifen, ja. Sollen wir uns mal opfern? Machen wir das mal. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir auch noch die anderen Möglichkeiten ausprobieren können. Gucken wir mal. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Eine Alternative, wenn wir erst da sind. Jetzt sind wir der Mann hinter den Brettern hier. Na, guck an. Können wir es machen? Komm, wir machen es mal. Hammer 2-1, Red Fleet. Sie dringen jetzt in den Luftraum von Katorga 12 ein. Verstanden, Red Fleet. Weiter auf diesem Vektor. Geschätzte Ankunftszeit in 3 Minuten. Ich weiß nicht, wieso wir diesen Flug machen müssen. Man sieht doch sowieso nichts. Wahrscheinlich wird es so sein, wa? Militärische Aufklärung! Was für ein Witz! Hammer 2-1, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten. Verstanden, Red Fleet. Daran kann ich mich nie satt sehen. Hammer 2-1, falscher Alarm. Wiederhole, falscher Alarm. Ihre Mission wird abgeblasen. Drehen Sie um. Ha, was hab ich dir gesagt? Hier ist doch nie was Interessantes.
Stimmt's, Kamerad? Und da haben wir den Tag gerettet. Und womöglich auch die Welt. Der Barisov. Ja, nice. Ziemlich nice eigentlich. Ich würde allerdings gerne, bevor ich das jetzt hier durchlaufen lasse, noch die andere Variante probieren. Mal gucken. Eigentlich umgekommen sein, nicht wahr? Sehen, was für ein Buch das ist, offen gesagt. This is not the time there is a future. Das muss ich mir nachher mal genau durchlesen. Ich konnte dieses Gekritzel jetzt nicht genau entziffern. Leider. Aber hey, ihr könnt ja auch mal Pause machen und euch das nochmal durchlesen. Das werde ich nachher definitiv auch machen. Und jetzt würde ich, wie gesagt, gerne nochmal die Alternativen ausprobieren. Kann ich einfach sagen, Spiel fortsetzen? Mal gucken. Ich würde das eigentlich so erwarten, aber mal schauen. Wo sind wir denn? Wir sind hier oben. Na gut, dann müssen wir mal das nochmal durchziehen. Vielleicht skippe ich an dieser Stelle auch mal kurz. Das ist es. Jetzt rücken wir die Geschichte gerade. Genau. Ihre Wahl, Captain. Okay, also so die offensichtliche Alternative wäre jetzt, Barisov zu töten. Ich würde aber gern mal ausprobieren, was passiert, wenn wir Demichev an dieser Stelle jetzt hier töten. Es gibt eigentlich noch weitere Varianten. Ich probiere mal jetzt aus, was passiert, wenn wir Demichev töten. Gleich sagt dann Barisov, ja, das hat jetzt aber nichts gebracht. Du musst dir trotzdem irgendwie deine Hand reinstecken. Das mag sein. Probieren wir es mal. Mein Gott! Er ist tot! Captain, Sie haben gerade den mächtigsten Mann der Welt getötet! Aber das ändert nichts. Um die Geschichte zu korrigieren, müssen Sie zurück und sich selbst daran hindern, Demichev in dem Feuer zu retten. Genau, ich denke, das hat jetzt ansonsten nichts gebracht. Wir könnten ihn jetzt auch noch töten, das wäre auch noch eine Variante. Da weiß ich überhaupt gar nicht, was dann passieren würde. Wahrscheinlich ändert das auch nichts und dann haben wir nur noch diese Wahl hier. Wir können jetzt aber mal Folgendes versuchen. Da wir jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr sinnvollerweise den Barisov töten können, gehen wir mal zurück und ich versuche dann mal, den Demichev zu killen. Oder wir könnten auch gar niemanden killen, nachdem wir zurückgegangen sind. Aber ich probiere mal, ihn zu erwischen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Mal gucken. Kombination möglich. Ja, und dann bin ich besonders mal gespannt, was passiert, wenn wir die Weltherrschaft an uns reißen. Das geht natürlich auch so. Können wir denn jetzt... Warte mal. Eine Waffe? Ja, haben wir. Ich könnte ihm in den Hintern schießen. Aha. Demichev. Hat's... Funktioniert? Nein. Wir können einfach... können's nochmal versuchen. Okay. Das scheint nicht zu funktionieren. Na gut, dann nutzen wir die Gelegenheit, mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir gar nichts machen. Wir sagen einfach nur mal, hallo, hier nicht retten, haben wir ja eben schon gehört. Auf gar keinen Fall retten. Genau, der haut jetzt einfach ab. Dann müssen wir es aber auch wieder probieren. Okay,
dann haben wir hier keine andere Wahl, als uns in den Kopf zu schießen, sozusagen. Sozusagen. Okay, dann mache ich jetzt nochmal einen Skip und dann probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir den Archisoft töten. Ihre Wahl, Captain. Okay, also ich glaube ihm zwar keinen Moment, dass er mir unendliche Macht gibt. Klar, natürlich. Am besten direkt seinen Platz einnehmen. Aber nichtsdestotrotz werden wir es mal ausprobieren. Nein, Captain! Gut gemacht, Captain Renko. Ich sehe, Sie haben das Zeug zum Weltherrscher. Kanzler Demitschew ist der einzige Überlebende von Katorga 12. Baryshov wird aus sämtlichen Berichten gestrichen. Mit dem ZMG können Sie und Demitschew die Singularität jetzt kontrollieren. Katorga 12 wird zum Angelpunkt von Demitschews letztem Schlag, um den verbleibenden Widerstand gegen seine Führung auszumerzen. Als Militärkommandant machen Sie aus Demitschews Streitkräften eine unaufhaltsame Kriegsmaschine. Sie trainieren sogar einige der Inselkreaturen für den Kampf. Sie setzen sie als erste Angriffswelle in allen großen Schlachten ein. Millionen werden zur Sklavenarbeit gezwungen. Mit der vollen Macht der Singularität und ihnen als Kopf des Militärs werden alle Widerstandsnester weltweit ausgelöscht. Bei Mir 12 gibt es zuerst Probleme. Aber mit dem ZMG auf ihrer Seite haben sie keine Chance. In den folgenden Jahren kommt es zu Spannungen bei der herrschenden Diktatur Russlands. Durch ihr Wissen über moderne Waffentechnologie und die Kontrolle über das ZMG gewinnen sie Unterstützer. Manche halten sie für mächtiger als Kanzler Demitschew selbst. Demitschew erkennt das und startet in den ehemaligen Vereinigten Staaten ein geheimes Waffenentwicklungsprogramm. Es gibt sogar Gerüchte, dass er ein eigenes ZMG gebaut hat. Ein Konflikt scheint unausweichlich, da die Welt sich wieder inmitten eines kalten Krieges zweier Supermächte befindet. Nice. Klar, da muss es ja einen Haken geben. Okay, und ich glaube, damit sind wir jetzt am Ende von diesem Spiel angelangt, von Singularity. Zumindest mit allen sinnvollen Enden. Wir könnten auch noch irgendwie beide töten, oder ich weiß es nicht, oder uns töten lassen vom Demitschew am Ende, aber ich glaube, dass... Ich vermute mal, dass das nicht sonderlich spannend sein wird. Von daher, glaube ich, wir sind am Ende angekommen. Ich fand das jetzt vor allem gegen Ende nochmal richtig nice. Also, vorhin bevor ich die Aufnahme angefangen habe, da habe ich schon so überlegt, was ist jetzt so mein Fazit zu dem Spiel? Und da wollte ich schon so sagen, ja, das war teilweise schon so ein bisschen, es wirkte so ein bisschen aufgesetzt vielleicht mit der Zeitreise-Funktionalität. Ja, weißt du, dass man da jetzt irgendwie irgendwelche Kisten erstmal irgendwie verjüngen muss, bevor man sie benutzen kann oder so. Das war so, ja, war so okay. Andere Mechaniken hingegen, wie hier unsere liebgewonnene Bubble, wo irgendwie dann Slow-Mo herrschte oder so, das war hingegen wieder ganz nett, wenn man erstmal verstanden hat, wie das so funktioniert. Da hatte ich ja vor allem am Anfang von dem Spiel doch so einige Probleme, aber ist ja auch nicht so mein Genre, da komme ich gleich noch dazu zu sprechen. Es hat sich ganz nett entwickelt und jetzt gegen Ende fand ich das doch nochmal sehr nice inszeniert. Von daher möchte ich gar nicht zu viel Kritik üben, was diesen Aspekt angeht. Es war schon ganz nett inszeniert. War jetzt natürlich nicht die über-mega mind-blowing Story oder so, aber war nett, war okay. Ja, ansonsten ja, zum Genre, ich muss auch sagen, jetzt so während der Aufnahme habe ich das irgendwie teilweise schon gemerkt, dass so ein Shooter, glaube ich, nicht so mein präferiertes Genre überhaupt ist, für ein Let's Play. Ich glaube, da gefallen mir andere Spiele irgendwie besser, die, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Storytelling sind. Oder Horrorspiele scheinen mir irgendwie ganz gut zu liegen, mag ich eigentlich ganz gern. Dieses Spiel hier war halt schon ein bisschen sehr viel Shooter. Ist jetzt nicht so zwingend meins. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne mal sagen, was ihr so davon gehalten habt, aber ja, muss ich jetzt irgendwie nicht direkt wieder haben. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe mir natürlich auch, ich wusste nicht so ganz genau, was ich erwarten soll von dem Spiel im Vorfeld. Und letztendlich war es dann doch ein bisschen mehr Shooter, als ich gedacht hätte. Aber okay, letztendlich haben wir das, glaube ich, doch ganz gut hinbekommen.
Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sieht man sich in einer der nächsten Aufnahmen wieder. Bis dann, macht es jedenfalls gut. Bis dann und tschüss.
Ich